Das Frankfurter Oktoberfest auf Rhein-Main-TV wird Ihnen präsentiert von BMW Euler und Elements von der Erhard KG. Und heute habe ich wieder ganz interessante Gäste für euch am Start, also bleibt auf jeden Fall dran. Und jetzt sitzt gerade neben mir der Tobi von HR3. Hallo. Hallo. Du machst ja die Morning Show bei HR3. Genau, richtig. Das ist ein Traum. Das Problem ist, ich mache sie morgen früh auch. Ich bin allerdings jetzt noch hier. Es könnte sein, dass das zum kleinen Problem wird. Wir werden mal sehen. Also müssen wir mal morgen rausschauen, ob die Morning Show läuft, oder? Genau. Also ein Problem wird auf jeden Fall meine Stimme sein, weil ich weiß, ich muss mich eigentlich zurückhalten, aber es geht nicht. Es geht nicht. Man hört sie jetzt schon dermaßen heiser gesungen und es nimmt ja kein Ende. Wie oft bist du denn schon dieses Jahr hier? Ist das das erste Mal jetzt? Das ist zum ersten Mal, aber ich komme noch mindestens zweimal. Genau. Und habe mich total drauf gefreut. Letztes Jahr waren wir hier. Das ist ein Pflichttermin jedes Jahr. Was ist denn das Beste für dich beim Frankfurt Oktoberfest? Also das Beste ist zum einen die Vorfreude. Und was ich total wahnsinnig fand beim ersten Mal schon und jedes Mal wieder ist, dass es hier keine Anlaufzeit gibt. Ne? Also normalerweise denkt man kommt auf eine Party und man braucht ein bisschen zum Warm-up, man sagt erstmal Hallo. Hier ist es so, man kommt, die Band geht auf die Bühne, das ist wie wenn man einen Hauptschalter anmacht und das Zelt explodiert. Von 0 auf 100 alle auf die Tische, es gibt kein Halten mehr, ist der Wahnsinn. Was denkst du, was da für ein Erfolgsgeheimnis dahinter steckt? Woher kommt das? Was denkst du? Also ich glaube, dass die Idee von Oktoberfest generell so traditionell, zumindest in München ist. Und ich glaube, dass der Hesse schlau ist. Der Hesse ist wie so ein, ja, wie wenn man Kotelett in Piranha-Becken schmeißt. Wenn es eine Möglichkeit zu feiern gibt, da ist der Hesse da. Weißt du? Und das ist beim Oktoberfest dann auch so. Du hast alles, was du brauchst. Du hast eine Top-Band da. Du hast ein riesen Festzelt voller feierwütiger Menschen. Von 0 auf 100 beste Stimmung. Also, vielleicht im Hintergrund. Es gibt kein Halten, das ist geil. Ja, auf jeden Fall. Und trinkst du auch fleißig Bier und alles? Also machst du heute richtig, richtig Party? Ich habe zumindest 50 angefangen mit Bier. Meine Kollegin Tanja Rösner ist leider an der Cocktailbar vorbeigekommen und hat Gin Tonic entdeckt. Ich gestehe erst. Damit endet es aber zumindest offiziell, weil ich ja um 3.30 Uhr wieder aufstehen muss. Oh mein Gott. Das ist der Plan. Echt? Ja, da kannst du eigentlich gleich wach bleiben und von hier in die Sendung. Das ist der Notfallplan. Aber vielleicht gibt es ein, zwei Stunden Schlaf. Ich hoffe. Ja. Nein, das wäre allerdings. Die Party ist ja schon hier richtig am Laufen. Wahnsinn. Trinkst du eigentlich auch Apfelwein als Frankfurter Bube oder bleibst du heute bei mir? Na klar. Also normalerweise ja, ich mache sogar selber Apfelwein. Ich habe so eine Streuobstwiese. Aber hier. Also hier bleibe ich eher beim Bier oder bei einem Gin Tonic. Ja. Wer deine Morning Show nicht kennt, was erwartet denn dann einen da so? Wer deine Morning Show noch nicht kennt bei HR3, was erwartet einen denn da so? Wie unterhältst du die Leute? Okay, also erstmal ist es so, dass wenn man aufsteht, sag ich den Menschen als allererstes, was musst du anziehen, wie schnell kommst du zum Arbeiten und egal wie deine Laune ist, sie wird besser, wenn ihr uns hört. Das ist ein Versprechen. Morgen vielleicht bei 90%, aber sonst bei 100. Ich schwöre. Sehr cool. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was morgen aus der Sendung wird. Ich auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz, ganz, ganz viel Spaß hier auf dem Frankfurt Oktoberfest. Ja. Und trink noch fleißig Bier. Ja. So, und dann ist du mir ein ganz, ganz bisschen. Sehr schön. Dann danke, dass du hier warst. Und mit zwei neuen interessanten Gästen hier bei mir, Ellen und Uli von der Frankfurter Oktoberfest-Band. Hallo! Hallo! Alles gut? Ja, alles gut. Ich bin der Ellen. Der Uli? Ich bin der Uli, ganz genau. Und wenn man sich hier umschaut im Zelt, da kann nur alles gut sein. So viele super hübsche Mädels, so viele fesche Burm, eine super Stimmung. Das macht es uns leicht. Ihr seid hier jetzt jeden Abend? Jeden Abend sind wir da. Wahnsinn. Was ist eure Aufgabe in der Band? Ja, das ist schon ein bisschen anstrengender. Ja? Ja. Ja, jeden Tag, das ist schon ziemlich viel. Ne? Das ist, aber die Stimmung ist so groß und dann macht Spaß. Und was ist deine Aufgabe in der Band?
Ja, ich bin der Bandleader und ich mag zusammenstellen die Programme, was wir spielen. Und der Rest macht der Uli dann, er ist dann für die Ansagen und so weiter zuständig. Für die ganzen Ansagen in der Band zuständig. So sieht's aus. Das kann man ganz einfach zusammenfassen. Zwei Sätze. Der Alan ist der Kopf und ich bin die Stimme. Okay. So einfach ist es. Welche Lieder kommen denn hier am besten an, womit man das Publikum am meisten mitziehen kann? Das ist ganz verschieden. Im Prinzip funktioniert alles, wenn es gut gespielt und gut verkauft ist. Dieses Jahr ist Hula Paloo, Rock Me und. Naja, so halt die typische Schlagerszene und möglichst wenig Mallorca. Siehst du es auch so? Ja, ist so. Sehr schön. Und euch gefällt auch privat das Oktoberfest super? Seid ihr hier, fühlt ihr euch zu Hause? Ja. Das ist auch privat? Ja, das gefällt mir auch privat. Nur ich bin ja gezwungen, 19 bzw. 20 Tage her. Aber wenn ich nicht hier sein müsste, würde ich garantiert 1 bis 2 Mal hergehen, ja. Sehr schön. Dann wünsche ich euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Rockt die Bude hier, macht Stimmung. Macht ihr so oder zicke, so. Zicke-zacke, zicke-zacke. Oi, oi, oi. Und jetzt ein neuer Gast neben mir, nämlich Moritz vom Steigenberger Hotel oder auch bekannt unter Frankfurter Hof. Hallo. Hallo, grüß dich. Schön, dich hier beim Oktoberfest begrüßen zu dürfen. Ist ja Wahnsinn. Bist du ein Oktoberfest-Fan? Natürlich, ich bin Münchner. Ich bin natürlich Oktoberfest-Fan, ja. Oh je, wenn du ein Münchner bist, dann hast du eigentlich ein ziemlich hohes Erwartungsniveau hier für das Fest. Kann das Frankfurter noch mit den Münchnern mithalten, oder? Ich hatte sehr hohe Erwartungen und letztes Jahr war ich zur Eröffnung eingeladen und habe gedacht, oh nee, in Frankfurt Oktoberfest, da gehe ich nicht hin. Aber natürlich muss ich hingehen. Ich war der Einzige, der keine Tracht getragen hat. Ich kam im Anzug, ich kam hier rein, habe das Zelt gesehen und war begeistert. Ich habe gesagt, das ist so toll, ich buche sofort einen Tisch für mein Team und mich und deswegen sind wir heute hier. Das freut uns, sehr schön. Was ist denn für dich das Beste am Oktoberfest? Das Bier, ganz klar. Das Bier, das halbe Händel, gut gewürzt und die Musik. Und natürlich die Stimmung mit Freunden und Kollegen zusammen zu sein, aber das ist einfach Wahnsinn. Du bist ja vom Steigenberger Hotel. Was ist denn das Besondere am Steigenberger Hotel in Wien? Dem Frankfurter Hof hier in Frankfurt. Es ist das Traditionshotel in Frankfurt. 140 Jahre bestehen wir schon. Wir haben gerade am Sonntag unser großes Hoffest gefeiert. Wir sind das Traditionshotel in Frankfurt. Wir haben ein Spa, wir haben ein Gourmet-Restaurant mit einem Stern. Wir haben tolle Zimmer. Wir sind einfach das Hotel. Das stimmt. Ich bin auch ein Riesenfan von eurer Le Bua Bar, die Breeze Bar. Die ist super, super, super schön. Was kannst du denn davon mal erzählen? Naja, wir haben gedacht, wir müssen mal was Neues nach Frankfurt bringen und wir wollen uns im Restaurantsegment etablieren und dann haben wir unsere Freunde in Bangkok angerufen und gesagt, kommt bitte nach Frankfurt. Was ihr in Bangkok auf der 60. Etage habt, bringt zu uns in den Keller. Und sie haben das so toll umgesetzt mit einem wirklich wunderbaren, wunderbaren Konzept und wir sind sehr stolz auf Breeze bei Le Bua. Ja. Sehr schön. Und was steht demnächst jetzt so bei euch im Hotel an? Habt ihr noch ein großes Event? Wir haben natürlich, die Buchmesse ist immer ein großer Event für uns, weil die Buchmesse ist Frankfurter Hof oder Frankfurter Hof ist Buchmesse. Das ist ganz, ganz toll. Und ansonsten arbeiten wir natürlich immer dran, unser Angebot zu erweitern. Und wir sind gerade in der Vorbereitung, in unserem Restaurant Oscars was Neues zu machen. In unserem Restaurant Oscars, das wollen wir umgestalten. Und in Kürze gibt es dazu Neuigkeiten. Okay. Gespannt. Ich wünsche dir jetzt noch ganz, ganz, ganz viel Spaß hier beim Frankfurter Oktoberfest. War schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Und mach weiter so mit dem tollen Hotel. Ich bin ein Riesenfan davon. Vielen Dank. Und wir stoßen jetzt mal an, würde ich sagen. Prost, Moritz. Das war's und jetzt gehen wir rüber zum nächsten Gast. Und jetzt ein neuer Gast neben mir, nämlich Alexander von der Kornmeier-Manufaktur. Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Oktoberfest. Hallo, ich grüße dich. Alles gut bei dir? Ja, wunderbar. Es ist schön, heute Abend mal wieder hier zu sein. Wir sind heute das dritte Mal da, wieder mit großer Freude und viel Emotion. Wie kam es denn dazu, dass du hier diesen Frankfurter Weißwurst-Senf gemacht hast? Ja, wir sind dieses Jahr das vierte Jahr mit dabei mit unserem Frankfurter Weißwurst-Senf.
mit Unterstützung von Selgros. Das ist, wir liefern 6.500 Senf hierher. Es ist alles Handarbeit, reine Manufakturware. Ist von Hand abgefüllt, von Hand etikettiert. Waren ganz schöne Massen, die wir hierher geschleppt haben. Wahnsinn. Warst du auch mal bei Binding? Wie kam denn der Umschwung zu einem Senf zu machen? Ja, ich habe 16 Jahre für die Binding-Brauerei gearbeitet und war für Frankfurt zuständig. Und habe mit Kai und Eddie vor 8 Jahren haben wir das erste Frankfurter Oktoberfest damals besprochen gehabt. Okay. Und das war damals noch draußen an der Honselbrücke. Da weiß ich noch, das erste Mal, da war das Zelt kleiner, da war in der Öffnung auch noch nicht so viel los. Und da haben viele gesagt, naja, ob das was wird. Wenn man sich es heute anschaut, gigantisch und das schon seit vielen Jahren. Ich kann nur sagen, Respekt an die Familie Hausmann und auch an den Kai Mann, was sie aus der Nummer gemacht haben. Es ist wirklich einfach nur super hier. Sehr schön. Und was ist das Besondere an dem Weißwurst-Senf? Gut, der Frankfurter Weißwurst-Senf schmeckt natürlich anders als ein Münchner Weißwurst-Senf. Deswegen ist auch ein Frankfurter Weißwurst-Senf. Es ist ein bisschen Apfelwein drin, was natürlich in die Region gehört. Und er ist nicht so süß. Und natürlich die kleinen Gebinde, das sieht halt schon schick aus, wenn das auf dem dann mit der Weißwurst kommt. Wir haben noch viel mehr Senfsorten, weil unser Schwerpunkt ist ja, wir sind eine Manufaktur für Senf und Soßen. Und für hier haben wir das gesponsert, das mit großer Freude. Wie gesagt, bereits im 4. Jahr. Wahnsinn. Was wünschst du dir denn für eine Verbesserung oder findest du das Oktoberfest, so wie es jetzt ist, perfekt? Ich finde es absolut perfekt hier. Daran wurde viele Jahre hart gearbeitet. Wenn man sich auch anschaut, wir waren am Sonntag hier und am Sonntag zum Frühshoppen. Genial. 11 Uhr, das Festzelt voll. Tolle Stimmung. Und wenn ich am Anfang überlege, wie die ersten Frühshoppen waren, oh Gott, oh Gott, da war gehende Leere. Und mittlerweile reißt sich jeder drum, zu jeder Zeit, wann es ihr möglich ist, hierher zu kommen. Sehr cool. Also können wir hoffen, dass ihr nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder dabei seid. Wir wollen auf jeden Fall wieder dabei sein. Das definitiv, weil es macht, wie gesagt, große Freude. Und für uns eine Herzenssache als ein Frankfurter Produkt. Das gehört einfach aufs Frankfurter Oktoberfest. Das stimmt. Dann hoffen wir, dass wir euch beiden wiedersehen können. Jetzt wünsche ich dir noch eine Menge Spaß. Isst fleißig dein Weißwurst-Senf und trink Bier. Und ich wünsche dir noch einen schönen Dankeschön. Abend. Und neben mir sitzt gerade mit Peter Hubert von UKW. Hallo, schön, Hallo. Dich hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Sehr gut, heute wart ihr der Überraschungsgast. Ja, ich war der, genau, das hat sich ganz kurzfristig ergeben. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich war ja schon ein paar Mal hier. Also ich habe auch die Anfänge miterlebt, also und dass ich heute Abend wieder hier sein darf, wunderbar, großartig. Stimmung ist sensationell, Leute sind gut drauf und das Bier ist lecker. Was hat sich von Anfang an bis jetzt denn verändert vom Oktoberfest? Weil du bist ja schon seit Anfang an dabei, was findest du denn? Ja, es war am Anfang natürlich viel kleiner alles, ne? Das hat sich halt richtig, ich meine, wir sind ja in Frankfurt. Oktoberfest in Frankfurt in der Größe, das ist schon sensationell, ne? Und die Leute sind einfach gut drauf. Ich bin mal wieder die einzige Ausnahme, die nicht entsprechend gekleidet ist, aber ich finde, als Berliner darf man das. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, nächstes, wenn ich nochmal komme, dann habe ich auch die richtige Kleidung dazu. Ich habe es mir fest vorgenommen. Aber ansonsten, wie gesagt, Stimmung ist einfach großartig und neue deutsche Welle scheint immer noch, obwohl es ja schon 2-3 Jahre her ist, immer noch wirklich gut zu gehen und die Leute haben Spaß dran. Das ist die Hauptsache. Weil, weißt du, deswegen ist man hier, um Spaß zu haben, zu feiern, miteinander nett zu sein und... Kannst du mir was vorsingen? China, ist das nicht prima? Was für ein Klima? Haben wir hier schlechtes Klima? Fahren wir sofort nach Frankfurt zum Oktoberfest. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir beide gehen jetzt rein und feiern noch ein bisschen, genießen unseren Prost. Feierabend. Genau. Und ich sage bis morgen 19.30 Uhr, schaltet wieder ein und ich zeige euch wieder, wen ich alles hier neben mir sitzen habe. Bis dann. Das Frankfurter Oktoberfest auf Rhein-Main-TV wurde Ihnen präsentiert von BMW Euler und Elements von der Erhard KG.